Jeder Mensch kennt Angst. Angst ist ein wichtiges Warnsignal des Körpers und der Psyche, die sagt, ey, mach das bitte nicht weiter. Wir hatten schon das Beispiel des Höhenschwindels, was viele als Höhenangst interpretieren. Ich rufe das Beispiel nochmal ins Gedächtnis. Sie stehen vor einer großen Höhe an einer Dachkante eines Flachdachs zum Beispiel, gucken runter und in der Regel verspürt man da Angst und fühlt sich unwohl und möchte aus der Situation raus, nämlich wieder runter oder an irgendeine Stelle des Daches, wo man nicht so nah an der Kante steht. Das ist eine völlig normale Reaktion ihres Körpers und ihrer Psyche, der signalisiert, ey, tanz da oben nicht rum, das ist gefährlich. Also bitte geh zurück oder geh in irgendeine Situation, wo dein Körper sich nicht in akuter Gefahr befindet. Also Angst ist ein ganz wichtiger Zustand. Wir trainieren auch Angst nicht ab oder versuchen da Angstzustände in irgendeiner Form zu verändern, versuchen zu gucken, dass man vielleicht nicht in unpassenden oder unadäquaten Situationen in Angst gerät. Aber erstmal ist es wichtig, Angst zu haben, weil Angst uns warnt. Angst rettet uns auch vor zum Beispiel eben der Situation von einer Dachkante zu fallen, indem unsere Psyche uns warnt, da wegzugehen. Also es gibt kein grundsätzliches Problem mit Angst. Angst ist ein wichtiges Warnsignal und das versuchen wir jetzt auch nicht durch irgendwelche Zwangsmaßnahmen zu unterdrücken. Wo man dann gucken muss, ist, wenn ein sehr ausgeprägtes Persönlichkeitsmerkmal an Ängstlichkeit dazu führt, dass ich bestimmte Sachen nicht machen kann, dann haben wir natürlich schon ein Problem. Also dann müsste man da schon mal genauer hingucken. Wenn man das so richtig weit steigert, dann ist man im Bereich der Phobie. Ich nehme mal gerade die Abgrenzung vor. Die Abgrenzung zu Phobien besteht darin, dass Phobien eine psychische Störung sind, die in der Regel auch behandlungsbedürftig ist. Und Phobien zeichnen oder grenzt man dadurch ab, indem man sagt, da gibt es eben auch die üblichen Merkmale einer psychischen Störung, nämlich zum Beispiel die starke Beeinträchtigung des Alltagserlebens. Das bedeutet, eine Phobie liegt dann vor, wenn ich durch das daraus resultierende Verhalten so stark in meinem Alltag eingeschränkt bin, dass ich zum Beispiel nicht mehr das Haus verlassen kann, nicht mehr über eine Brücke gehen kann, nicht mehr in einem Fahrstuhl fahren kann oder ähnliches, dann spricht man von einer Phobie. Alles andere ist normales Unwohlsein, dass man sich in einem alten, engen Fahrstuhl, der laut rattert, unwohl fühlt und vielleicht auch Angst hat, ist ganz normal. Wenn man deswegen bestimmtes Verhalten nicht zeigen kann, zum Beispiel das Gebäude gar nicht betreten kann oder eben Termine in dem Gebäude nicht wahrnehmen kann, weil man sagt, ich kann auf gar keinen Fall einsteigen, dann würde man schon sagen, dann müsste man mal überprüfen, ob da nicht tatsächlich ein pathologisches Moment vorhanden ist. Aber zuerst mal ist Ängstlichkeit und Angst völlig normal, der eine mehr, der andere weniger, gibt erstmal keine Gründe, daran groß rumzudrehen, auch wenn man vielleicht, wenn jemand einfach anders ist als man selber. Die Ängstlichkeit als Persönlichkeitsmerkmal ist die intraindividuell relativ stabile Tendenz, Situationen als bedrohlich wahrzunehmen. Und die ist interindividuell variierend, wie gerade schon gesagt, jeder hat eine andere Ausprägung an Ängstlichkeit. Die Ängstlichkeit führt dazu in bestimmten Situationen, dass ein Angstzustand entsteht. Und das ist eine rein deskriptive Betrachtung der Ängstlichkeit. Und das Konstrukt Ängstlichkeit bezieht sich aber auch auf die Bedingungen, über die interindividuelle Unterschiede in der aktuellen Angstreaktion bei objektiv gleicher situativer Bedingung erklärt werden sollen. Also das bedeutet, wenn Sie Menschen einer gleichen Situation aussetzen, der eine vergeht vor Angst, denkt, boah, kann ich kaum aushalten, andere, ach, machen wir schon. Das ist eben sind diese interindividuellen Unterschiede in der Disposition, die sich in der konkreten Situation äußern. Also bitte verwechseln Sie nicht Angst und Ängstlichkeit. Das Interesse der Persönlichkeitspsychologie liegt darin, erstmal zu sagen, wie entstehen überhaupt individuelle Unterschiede. Das ist nicht ganz uninteressant. Man kann das nicht nur auf die genetische Komponente schieben. Sie ahnen richtig, dass Ängstlichkeit auch eine sehr starke Erfahrungskomponente hat, auch ein starker Erziehungseinfluss wird diskutiert. Wie ist Ängstlichkeit im Gesamtsystem der Persönlichkeit zu verorten? Wozu gehört es? Womit korreliert es? Wozu gibt es große Unterschiede? Welche Auswirkungen hat Ängstlichkeit auf das Leistungsverhalten, ist eine spannende Frage, weil man im Alltag so ein bisschen davon ausgeht, na, wenn jemand eine hohe Ängstlichkeit hat, der hat so viel Panik, der kriegt weniger geschafft. Das ist übrigens ein Irrtum an der Stelle.
Dann die Frage ist, wie Ängstlichkeit kognitive Prozesse beeinflusst. Also ist das irgendwas, was Ressourcen frisst, würde man mal sagen. Wie gehen Menschen individuell mit Ängstlichkeit um? Denn irgendwie müssen sie ja durchs Leben gehen und tun das dann auch. Und das sind eben die Fragestellungen, die in die Perspektiven der Angstforschung münden. Wir haben einmal eine allgemeinpsychologische Angstforschung, die eben guckt, wie entsteht Angst, wie wird Angst verarbeitet, auch für viele gleich. Oder eben eine differenzialpsychologische Perspektive, wo eben die interindividuellen Unterschiede im Vordergrund stehen. Wichtig ist, jeder empfindet Angst. Ich glaube, es gibt Filme, wo es Menschen gibt, die irgendwie durch medikamentöse Manipulation keine Angst mehr empfinden. Das würde ich aber als sehr problematisch ansehen. Gibt es normalerweise nicht. Es gibt auch niedrig ängstliche Personen, werden in bestimmten Situationen in Angst geraten. Zum Beispiel in einer persönlichen Bedrohungssituation wird üblicherweise jede Person Angst empfinden, und vielleicht auch ein bisschen zur Panik, unabhängig davon, ob sie niedrig oder hochängstlich ist. Also man muss tatsächlich unterscheiden, Angst, oder Bedrohungssituationen, die auf alle Menschen gleich wirken. Also wenn mich jemand mit einer Waffe bedroht, wird jeder große Angst empfinden. Und dann Situationen wie der vorhin erwähnte Zahnarztbesuch oder klassischerweise das Sprechen vor großen Gruppen, was einigen Menschen Angst verursacht und andere nicht. Womit hängt Ängstlichkeit zusammen? Das hat so ein bisschen was damit zu tun, dass man gucken will, naja, wie entsteht es denn eigentlich? Wir wissen auf jeden Fall, dass zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, das wird sich vielleicht ändern, also ich denke, da ist eine sehr starke soziologische Komponente damit drin, oder eine starke entwicklungspsychologische Komponente, nee, auch das falsche Wort, also eine starke Komponente, die mit Umweltfaktoren zu tun hat, so wird es richtig. In diesem Ergebnis sind Mädchen ängstlicher als Jungen. Und das ist ja so eine klassische Frage der Psychologie, woher kommt's? Und da gibt es verschiedene Ansätze. Und wir können sie nicht endgültig beantworten, aber es ist wichtig, das mal auf dem Schirm zu haben, wenn wir insgesamt über Geschlechterunterschiede sprechen. Woher können die kommen? Also einmal können sie aus der Sozialisation kommen. Das ist das Erziehungsverhalten der Eltern immer noch sehr stark vom einem vergangenen Männer-Frauen-Bild geprägt ist, wo Mädchen als die Schwächeren gekennzeichnet werden oder behandelt werden, und zwar auch implizit, in der Regel ist das nicht explizit, dann kann es einfach eine evolutionsbiologische Ursache haben. Die Körper von Männern und Frauen unterscheiden sich. Frauen sind in bestimmten Lebenssituationen verletzlicher, zum Beispiel im Zustand der Schwangerschaft oder unmittelbar nach der Geburt, was eben dazu führt, dass dann eine andere Bedrohungssituation einfach von außen da ist, wenn man von körperlichen Bedrohungen ausgeht. Das wird auch diskutiert. Und das sind so die beiden großen Stränge, ne? Also ist das die Umweltfaktoren oder ist das evolutionsbiologisch einfach durch die physiologischen Unterschiede angelegt? Da wird noch weiter diskutiert, geforscht. Sicherlich auch noch spannende Ansätze dazu erwarten. Was wissen wir noch? Dass je niedriger der sozioökonomische Status ist, mehr Ängstlichkeit da ist. Das wissen wir. Wir wissen natürlich auch hier wieder nicht genau, wo es kommt. Der Angst vor sozialem Abstieg, also quasi mir wird noch was weggenommen und ich habe schon wenig, kann ein Motor sein. Dann kann auch sein, dass ein geringer sozioökonomischer Status auch oft einhergeht mit geringen Ressourcen, mit geringen Verhaltensressourcen, also oft auch einer geringeren formalen Bildung oder eben geringerem Wissen über Möglichkeiten und Handlungsalternativen, dass also meine Selbstwirksamkeit einfach so weit schrumpft und ich kann eigentlich gar nichts machen und das macht mir Angst, dass ich wenig Möglichkeiten habe. Also das wird auch diskutiert und wird natürlich dann oft auch im Zusammenhang mit politischem Wahlverhalten dann in den Vordergrund gestellt. Das heißt, da erleben wir dann auch oft, das erlebe ich in der politischen Diskussion, dass dann Ängste geäußert werden, die deutlich verbalisiert werden, wo ich manchmal auch davor stehe und denke, oh, da muss man erstmal drauf kommen, davor Angst zu haben. Ich will jetzt keine Beispiele nennen, weil die sehr stark an aktuellen Geschehnissen orientiert sind, aber wo ich dann denke, nee, also da wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen, dass mir das Angst verursacht. Und da sieht man dann vielleicht auch dann die unterschiedlichen gesellschaftlichen Blickwinkel einfach dadurch, indem ich in einen anderen sozioökonomischen Status habe und hoffentlich mal über diese Grenzen hinweg auch in Gespräch oder Dialog trete. Das halte ich persönlich für wichtig. Ein weiteres Korrelat betrifft die familiäre Sozialisation. Elterliche Strenge führt laut Untersuchungsergebnissen zu mehr Ängstlichkeit bei Kindern.
Soweit das Untersuchungsergebnis. Auch da, das ist also der klassische Einfluss eines Einfluss aus dem Umweltfaktor, wo das auch sehr rege in der Entwicklungspsychologie und in der Pädagogik diskutiert wird. Das ist jetzt hier ganz platt. Ich schreibe jetzt hier auch keinen Erziehungsratgeber. Also ich teile Ihnen jetzt hier Forschungsergebnisse mit, über die man auch diskutieren kann, aber ich sage Ihnen keine praktischen Implikationen. Also bitte nicht nach Hause gehen und sagen, meine Psychologiedozentin hat gesagt, ihr müsst zu meiner kleinen Schwester weniger streng sein, denn dann wird die ganz hoch ängstlich. Also das ist nicht so als Rezept für Erziehungsverhalten zu sehen. Da müsste man noch ein bisschen genauer hinsehen. Die Stellung in der Geschwisterreihe wurde untersucht und dabei kam heraus, dass später Geborene höhere Ängstlichkeitswerte aufweisen als früher Geborene, vielleicht auch so eine Art Nesthäkchensyndrom des besonderen Umsorgtseins. Aber wie gesagt, auch hier die genaue Ursache unbekannt, da wir Kausalbeziehungen in der Regel nicht untersuchen können. In Bezug auf frühe Schulerfahrungen hat man festgestellt, dass die Leistungen im Erstleseunterricht in Verbindung mit der Ängstlichkeit negative Korrelationen zeigen. Das heißt, wer im Erstleseunterricht gut dabei war und sich schnell hier in den verbalen Fähigkeiten ausgedrückt hat, der weist eine negative, der ist weniger ängstlich als jemand, der sich in dem Bereich schwer getan hat. Auch ein spannendes Ergebnis in Bezug auf Leistungsverhalten. Diese Untersuchungsergebnisse sind jetzt so ein bisschen so wie ein Topf, genau, sind sie auch, und die sehen vielleicht in 2, 3, 4, 5 Jahren ganz anders aus. Oder nicht ganz anders aus, aber sehen anders aus, einfach nur um zu zeigen, womit hängt das zusammen. Das ist jetzt noch nicht so sicherlich nicht für die nächsten 10, 20 Jahre in Stein gemeißelt, aber ich wollte Ihnen mal zeigen, was da untersucht wird. Dann geht es noch um die ererbten Unterschiede, wo angenommen wird, dass neurophysiologische Grundlagen, nein, dass die genetische Disposition auch eine Rolle spielt. Und angenommen wird, dass das in irgendeiner Form Auswirkungen hat. Und auch da muss man dann ganz genau hinsehen, soweit man heute da Forschungszugänge hat. Ich habe selber in der Familie einen Fall von sehr, sehr großer Ängstlichkeit, wo in der Familie diskutiert wird, dass das auf ein vorgeburtliches Erlebnis zurückzuführen ist. Mit der gebotenen Vorsicht. Ich selber habe diese Generation nicht erlebt, weil es sich um meine Großelterngeneration handelt. Also ich habe einen der Beteiligten immerhin noch kennengelernt. Ich erzähle Ihnen das aber, weil das genau da zu diesem Punkt der ererbten Unterschiede passt und auch zeigt, wie das alltagspsychologisch aufgenommen wird in der Familie. Also die Geschichte geht folgendermaßen: Es handelt sich um meine Urgroßmutter oder meinen Großvater. Mein Großvater hatte einen älteren Bruder, der im Kleinkindalter ertrunken ist, was natürlich für die Familie eine große Katastrophe war und alle in tiefe Trauer gestürzt hat. Genauso der Verlust eines Kindes ein dramatisches Ereignis in dieser Familie war. Zum Zeitpunkt des Todes war meine Urgroßmutter schwanger mit meinem Großvater und hat dann, als er geboren wurde, eine sehr große Ängstlichkeit, Besorgnis, Umsorgtheit ihm gegenüber gezeigt, was aus den vorangegangenen Erfahrungen völlig verständlich war. Mein Großvater hat tatsächlich im Laufe seines Lebens in bestimmten Situationen sehr große Ängstlichkeit gezeigt, insbesondere in Bezug auf Familienmitglieder. Er selber war begeisterter Sportler, auch Wintersportler und hat. Also Risikosportler hatten wir jetzt übertrieben, das war, glaube ich, in der Generation nicht so weit verbreitet, aber besondere Vorsicht hat er in seinen sportlichen Aktivitäten wahrscheinlich nicht walten lassen. Aber Sorge um andere, Ängstlichkeit in Bezug auf andere, also Angst um Familienmitglieder, das war sehr prägend für ihn Zeit seines Lebens. So, worauf will ich hinaus? Dass natürlich die Familie das darauf zurückgeführt hat, dass eben dieses vorgeburtliche Erlebnis und die Behandlung oder dieses spezielle Verhalten im Kleinkindalter da stattgefunden hat. Der unterschied sich damit auch tatsächlich von seiner älteren Schwester, die eben das nicht erlebt hat, weil sie einfach 4, 5 Jahre älter war, die zwar auch in der Zeit in der Familie lebte, aber eben diese spezielle Phase in einer anderen Zeit ihres Lebens erlebt hat. Worauf will ich hinaus? Dass das, was wir jetzt hier so haben als Korrelate der Ängstlichkeit, auch eine sehr starke alltagspsychologische Verankerung hat und auch von vielen, also halbwegs plausibel auch angenommen wird, müssen aber trotzdem immer noch mal genau hingucken, ist das, was wir alltagspsychologisch annehmen, lässt sich das auch irgendwie empirisch belegen.
Bei der Ängstlichkeit und Leistung ist die Sachlage relativ klar. Ich halte das auch für plausibel, dass wir keine Leistungsunterschiede zwischen Ängstlichen und Nicht-Ängstlichen haben. Da fehlte die Stimme, die am Ende runtergeht. Es gibt keine Leistungsunterschiede zwischen Ängstlichen und Nicht-Ängstlichen. Die lassen sich nicht ermitteln, aber wir wissen, dass hochängstliche Personen oder Menschen mit einer höheren Ausprägung in Ängstlichkeit sich mehr anstrengen müssen für die gleiche Leistung, persönlich auch das Gefühl haben, mehr tun zu müssen. Und wir wissen, dass die Leseeffizienz bei Ängstlichen geringer ist. Also die sprachliche Aufnahme in Bezug auf eine bestimmte Zeit, die ist geringer. Ja, das wissen wir. Also es gibt keine Evidenzen dafür, dass hochängstliche Personen weniger leistungsfähig seien, auch wenn sie vielleicht in ihrem Verhalten im Kollegenkreis, am Arbeitsplatz oder ähnlichem Angstsymptome zeigen. Was ganz wichtig ist bei Ängstlichkeit, es ist nicht transsituativ konsistent. Sie können vor allem möglichen Angst haben und in anderen Situationen wahnsinnig mutig und herausfordernd sein. Das hat wenig miteinander zu tun. Das muss man tatsächlich sich auch vergegenwärtigen, dass die Angst vor sozialem Abstieg oder vor finanziellem Ruin überhaupt nichts zu tun hat mit dem Ausüben von Risikosportarten oder dem Besuch beim Zahnarzt oder dem Sprechen vor großen Gruppen. Ich habe ein Beispiel, was mir kürzlich jemand aus der Bankberatung erzählt hat. Er sagte, du kannst es dir nicht vorstellen, eine Reihe von mittelständischen Unternehmern höheren Alters, gut situiert, also wirklich in Richtung Millionäre, die wahnsinnige Angst haben, dass sie noch mal arm werden in ihrem Leben, ne? Die wahnsinnig sparsam sind, weil sie noch mal Angst haben, irgendwie größere Teile ihres Geldes zu verlieren. Das wäre in der Beratung wahnsinnig schwierig. So, und dann habe ich mir mal also die eine oder andere Kurzbiografie mal erzählen lassen. Das sind alles Leute, die im wirtschaftlichen Bereich große Risiken eingegangen sind, ne, die Unternehmen vergrößert haben, neue Unternehmen gegründet haben, nach Scheitern neu gestartet sind oder ähnlichem. Also da wirklich mutig und zupackend agiert haben, aber auch in dem Punkt der eigenen finanziellen Situation eine große Angst zeigen. Also wieder ein Beweis dafür, Ängstlichkeit ist nicht transsituativ konsistent. Es werden ungefähr 3 bis 6 Faktoren diskutiert. Die müssen wir auch gar nicht genau kennen. Sie müssen nur wissen, es gibt verschiedene Facetten der Ängstlichkeit, die nicht miteinander zusammenhängen. Zum Beispiel eben die Angst vor physischer Verletzung, die eben dazu führt, dass man bestimmte Sportarten zum Beispiel nicht macht. Oder die Angst vor ärztlichen Behandlungen oder Erkrankungen, die Ängstlichkeit vor Abwertung und Unterlegenheit, die Ängstlichkeit vor Normüberschreitung, die Ängstlichkeit vor Auftritten, und die Ängstlichkeit in Bezug auf Selbstbehauptung und irgendeiner Form von Durchsetzung. Also das sind so 6 Faktoren, andere reden von 3. Ist nicht wichtig, wie viele es sind. Wichtig ist aber, es ist sehr unterschiedlich. Also die Angst vorm Zahnarzt ist nicht dasselbe wie eine Ängstlichkeit bei einer Präsentation vor großen Gruppen. Das erlebe ich auch oft in der Beratung, dass das tolle, spannende Menschen sind, die viel in ihrem Leben leisten, aber sobald sie vor 300 Leuten sprechen wollen, geht der Blutdruck anständig hoch und es werden Vermeidungstendenzen gezeigt. Aber auch daran kann man ganz gut arbeiten. Ängstlichkeit und Neurotizismus hängen natürlich wahnsinnig eng zusammen, das ahnten Sie aber, glaube ich, schon. Die Ängstlichkeitsindikatoren. Ängstlichkeitsindikatoren sind Symptome der Ängstlichkeit, Symptome der Angstzustände. Der einen kriegt nasse Hände, dem anderen Schweißperlen auf der Stirn, der Herzschlag nimmt zu, die Atmung wird schneller oder insgesamt ein Wärmegefühl. Das sind alles Ängstlichkeitsindikatoren und die sind völlig unterschiedlich. Das heißt, Sie können jemanden vor sich haben, der zerfließt quasi und zeigt wahnsinnig starke Angstreaktionen, wohingegen nebendran jemand sitzt, der genauso Angst hat, genauso schockiert ist vielleicht und überhaupt keine äußeren Angstsymptome zeigt. Das ist ausgesprochen tückisch, weil wir irgendwie so aus Filmen so ein bisschen gewöhnt sind, dass Leute, wenn sie Angst zeigen, dass man das im Gesicht geschrieben sieht. Das ist auch die Idee von schauspielerischen Fähigkeiten. Das entspricht aber nicht dem Alltag. Also es gibt bestimmte, nein, ich habe das auch schon selber erlebt, dass wenn bestimmte psychische Zustände, eben zum Beispiel Angst, nicht explizit eben durch die erwarteten Indikatoren gezeigt wird, dass dann auch nicht ernst genommen wird. Also, dass man dann gesagt hat, ja, aber sie erzählen doch ganz normal, die können doch gar nicht so viel Angst haben.
Das kann doch gar nicht so problematisch sein, die Situation, die Sie da gerade erleben, weil Sie eben nicht völlig fertig aussehen, platt gesagt. Da müssen wir in der Beratung vorsichtig sein. Sie haben jetzt gelernt, Ängstlichkeitsindikatoren wahnsinnig individuell. Das heißt, wenn jemand sagt, ich habe Angst, ich mache mir Sorgen oder Sie andere Anzeichen dafür haben, dass das so ist, dann nehmen Sie das bitte ernst und fangen nicht an zu gucken, ob die Person tatsächlich Schweißperlen auf der Stirn hat. Das ist dann definitiv nicht angebracht. Es gibt zum Beispiel Menschen mit einem autistischen Zügen, die sich schwer tun, diese Art von Mimik zu äußern oder die vielleicht auch Ängstlichkeitsindikatoren nicht so stark zeigen, aber trotzdem innerlich gar nicht mehr gerade stehen können. Das gibt es durchaus. Bitte berücksichtigen, dass Sie wissen es jetzt. Und ich habe da auch schon in der Beratungssituation auch von Kolleginnen und Kollegen tatsächlich schon Fehleinschätzungen erlebt, weil man eben davon ausging, naja, aber Sie machen doch einen ganz normalen Eindruck, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Das ist jetzt sehr salopp, aber tatsächlich kamen diese Fehleinschätzungen schon vor. Also bitte missachten Sie, also versuchen Sie das in einen Einklang zu bringen, was Sie da von jemandem erleben. Und gerade wenn jemand explizit sagt, das ist eine schwierige Situation für mich, ich mache mir Sorgen, das bitte nicht runterspielen, denken, naja, kann sich gut ausdrücken, kann es ja nicht so arg sein. Das ist eine Tücke in der Beratungssituation. Aber Sie wissen es ja jetzt. Ja, wir können natürlich Ängstlichkeit auch messen, tun wir auch oft und viel. Wir haben einmal das MAS, das Manifest Anxiety Scale, natürlich in der deutschen Fassung. Wir haben den STAI, das State Trait Angst Inventar, was gerade den Zustand und das Persönlichkeitsmerkmal ganz gut erfasst. Wir haben den Ansatz von Epstein, das Entstehen von Angst- und Bedrohungssituationen, den Umgang schön differenziert erklärt. Es gibt natürlich verschiedene Modelle, um dieses Aufkommen der Angstreaktion zu erläutern. Ich habe den von Epstein ausgesucht, weil er meiner Ansicht nach das sehr gut und treffend beschreibt. Gibt noch mehr, aber für uns reicht erstmal einer. Lazarus kommt noch hinterher, aber wenn Sie sich dafür näher interessieren, dann haben Sie sicherlich noch Zugang zu anderen Modellen dieser Art. Der Epstein geht davon aus, dass es eine enge Verbindung gibt zwischen physiologischen Konzepten der Aktivierung und Erregung, des Arousal, und den kognitiven Konzepten der Erwartung, der Expectancy. Natürlich erleben die meisten Menschen irgendeine Form von körperlicher Angstreaktion. Also sei es eben die erwähnten schwitzigen Hände oder ein beklemmendes Gefühl im Brustkorb, es kann alles Mögliche sein. In der Regel merkt jemand auch körperlich, boah, das wird jetzt hier gerade schwierig für mich. Und das natürlich in Verbindung mit den Erwartungen. Angst ist immer eine Erwartung. Sie kennen vielleicht aus dem Alltag den Satz, ach, so schlimm war es ja gar nicht. Ja, also ich musste zum Zahnarzt und habe dann gemerkt, nee, also das hatte ich mir schlimmer vorgestellt. Und das ist der Zusammenhang zwischen Angst und Erwartung. Angst ist immer eine Erwartung, dass etwas Schwieriges, Unangenehmes passiert. Angst ist nicht der Zustand, in dem was Unangenehmes passiert, selber. In der Regel hat man in dieser Situation dann gar keine Angst mehr, weil man erstmal ganz viele andere Sachen zu tun hat. Also bleib jetzt mal bei einem Zahnarztbesuch, der Ihnen als unangenehm vorschwebt. Dann haben Sie vielleicht Angst auf dem Weg zum Zahnarzt und wenn Sie im Wartezimmer sitzen, aber wenn die Behandlung dann begonnen hat, dann haben Sie genug damit, zum Mund aufzuhalten und zu gucken, wo sind meine Arme und Beine. Aber dann verspürt man in der Regel keine oder so gut wie keine Angst mehr in dieser konkreten Situation, sondern Angst ist immer eine Erwartung. Also ich erwarte, dass etwas Unangenehmes passiert. Haha, das ist natürlich super praktisch, weil man natürlich über Erwartungen, über psychologische Mechanismen, eben zum Beispiel über das Explizieren dieser Erwartungen, tatsächlich auch arbeiten kann. Also das ist was ich in der Beratung dann auch mache. Vorsicht, ich therapiere keine Phobien, aber eben zum Beispiel die Angst, vor Gruppen zu sprechen, das habe ich einfach in der Praxis zu tun. Und dann frage ich mal ganz offen, was kann denn passieren? Also welche Erwartungen haben Sie denn? Und dann kommen eben Sachen wie, ja, dass ich negativ bewertet werde, dass Leute nicht mehr richtig zuhören, dass Leute was Negatives sagen oder mich was fragen, was ich nicht weiß. Also das kann man dann alles ganz wunderbar aufdröseln. Und im besten Fall, und ich habe ja dann tatsächlich die leichten Fälle, im besten Fall kann man damit auch tatsächlich arbeiten und sagen, und stellen Sie sich auf den Fall ein. Und dann können Sie im besten Fall damit leichter umgehen. Das war jetzt eine sehr knappe Form der Beratung zu diesem Punkt. Aber mit diesen Erwartungen kann man natürlich kognitiv wirklich gut ansetzen. Das ist also
aus der Psychologie her eigentlich ganz gut machbar. Angst entsteht, wenn eine furchtauslösende Gefahrensituation vorliegt und nicht spontan durch eine Fluchthandlung gemieden werden kann. Also wir stellen uns nochmal gedanklich an dieses Flachdach und gucken runter. Wenn ich direkt zurückgehen kann und mich aus dieser Gefahrensituation entfernen kann, habe ich auch keine Angst, weil dann ist er fertig. Also wenn ich gucke runter, stelle fest, ist unangenehm, gehe weg, entsteht auch keine großartige Angst, denn ich kann ja direkt die Situation vermeiden und es gibt gute Gründe, das auch gelegentlich zu tun. Wenn ich das nicht kann, weil mir der Weg versperrt ist oder ich mir sage, du musst da unbedingt stehen bleiben, dann habe ich eine Reaktionsblockierung und dann entsteht Angst. Angst entsteht auch bei sogenannter Stimulusunsicherheit. Ist das eine Gefahr? Ist das keine? Ist die Person, die da im Dunkeln auf mich zukommt, jemand, der möglicherweise für mich gefährlich sein kann? Oder ist das jemand, der nur wie ich die Straße langläuft? Oder eben Angst entsteht auch durch Reaktionsunsicherheit, indem ich mich meines optimalen Verhaltens gar nicht sicher bin, wie zum Beispiel in sehr schwierigen sozialen Situationen. Gefahrensignale lösen diese Erregung aus, die eben im besten Fall zu einer sinnvollen Handlung führen sollen. Ich hatte schon gesagt, dass Angst eigentlich ein sehr wichtiger Zustand ist. Sie wissen, da werden bestimmte Aufmerksamkeitsaspekte werden aktiviert, sodass ich wacher bin und mich der Situation dann auch hochkonzentriert stellen kann. Die Gefahrensignale basieren natürlich auch auf Erfahrung. Das heißt, wenn ich ständig Filme gucke, wo Leute nachts überfallen werden, dann fällt es mir auch schwer, nachts noch unterwegs zu sein. Deswegen gehe ich auch so oft auf Filme ein, weil da natürlich bestimmte Angstsituationen auch sehr stark penetriert werden und wir so ein bisschen darauf dressiert werden, dass bestimmte Situationen einfach gefahrbelastet sind, obwohl das in der Praxis kaum der Fall ist. Also ein klassischer Fall, wo wir fehloperationell, nee, fehlkonditioniert werden, ist der sonntägliche Tatort, wo, wie der Name nahelegt, jeden Sonntag auch mindestens eine Person stirbt. Es gibt viel weniger Tötungsdelikte in Deutschland und es gibt Grund genug, da Vorbehalte zu haben oder vielleicht auch Angst zu haben in bestimmten Situationen, aber die da beschrieben werden, garantiert nicht, denn die sind meist sehr fern von allem, was jemals in Deutschland stattgefunden hat. So, es gibt also Gefahrensignale, die basieren auf Erfahrung oder auf korrekten oder Fehldeutung von Signalen von außen. Und es gibt eben auch das auch sehr individuell. Das heißt, was der eine als Gefahrensignal erkennt, sagt der andere, ach, ist doch nichts. Ja? Also da muss man jetzt keine Angst haben. Woran erinnere ich mich gerade, als ich noch mit kleineren Kindern unterwegs war und dann Verwandte höheren Lebensalters dabei hatte, die natürlich an jeder Bordsteinkante und an jeder Rutsche da eine große Gefahr sahen. Und ich dann gesagt habe, ach komm, das kann der, da kommt der alleine rauf, runter. Da muss ich jetzt nicht irgendwie Befürchtungen haben. Gewöhnungsprozesse reduzieren die ausgelöste Erregung. Das heißt, wenn ich in Situationen mehrfach war, sie bewältigt habe, meine Angst vor einem schlimmen Ereignis sich nicht bewahrheitet hat, also das schlimme Ereignis ist nicht eingetreten, dann reduziere ich natürlich die Erregung. Also je öfter ich bestimmten Situationen ausgesetzt bin, desto gelassener bin ich eben in diesen Situationen, wenn nichts Schlimmes passiert ist. Wenn Erregungszustände zu intensiv werden, reduzieren sie die Aufmerksamkeit und produzieren eben die unangenehmen Erlebnisse und die führen dann zu entsprechenden Abwehrreaktionen. Das heißt, dass die Aufmerksamkeit dann eben, also diese unangenehmen Erlebnisse bis hin zu einem Trauma, Vorsicht, nicht jedes unangenehme Erlebnis ist ein Trauma, aber es finden entsprechende Abwehrreaktionen statt. Abwehrreaktionen können einfach eine Fluchtreaktion sein, Abwehrreaktionen können auch eine Abwertung oder eine Fehldeutung sein. Das kann auch eine Schutzfunktion des Gehirns sein, dass bestimmte Bereiche nicht erinnert werden oder Aspekte nicht erinnert werden. Das kann ganz unterschiedlich sein. Aber Abwehrreaktion heißt, die Psyche will sich schützen vor dem, was da passiert. Und oft kann sie es auch erfolgreich. Abwehrreaktionen verändern sich mit zunehmender Erfahrung. Das ist ein moduliertes Angstkontrollsystem. Das bedeutet, dass ich in meinen Abwehrreaktionen die Reaktion häufiger zeige, die mir gut getan haben, die meiner Psyche wieder in eine Balance gebracht haben und dass diese in bestimmten Situationen dann eben wieder aktiviert werden. Wenn es sich um gewünschtes Verhalten handelt, gut. Wenn es sich um unerwünschtes Verhalten handelt, wie zum Beispiel um Gewaltexzess oder so, dann müsste man da dann nochmal genau hinsehen. Aber grundsätzlich ist das Bestreben unserer Psyche da,
diese Angst tatsächlich zu bewältigen. Vielleicht nicht immer mit probaten Mitteln, aber da setzt unsere Psyche schon anständig Energie rein. Wir gucken uns mal die Frage der Gewöhnung an. Der Fall, den ich hier habe, dabei geht es ums Fallschirmspringen. Vom Fallschirmspringen habe ich selber habe ich keine Ahnung, aber ich kann so eine Kurve interpretieren. Sie haben hier zwei Gruppen, die jeweils in Bezug auf ihre individuelle Angst in Form einer Selbstbeschreibung befragt wurden, und zwar einmal erfahrene Fallschirmspringer und unerfahrene Fallschirmspringer. Sie sehen auf der X-Achse einen Zeitverlauf. Das heißt, der beginnt eben von dem Tag vor dem eigentlichen Sprung bis hin zur Landung. Sie haben da 16 Messzeitpunkte und Sie haben eben die Höhe der Selbsteinschätzung in Bezug auf die gerade durchlebte Angst auf einer Skala von 1 bis 10. Was sehen Sie? Nun, wir sehen als erstes, diese Kurven sind verdammt unterschiedlich. Die erfahrenen Springer haben zu einer ganz anderen Zeit Angst als die unerfahrenen Springer. Für die erfahrenen Springer, die müssen schwer durchatmen, wenn sie am Flugplatz ankommen, wenn sie wissen, okay, jetzt geht's los. Und die unerfahrenen Springer, die haben die höchste Angstausprägung bei dem Fertigsignal, wo klar ist, dass eben jetzt in Kürze der Sprung stattfinden wird. Die erfahrenen Springer haben noch eine weitere hohe Angstausprägung, nämlich kurz vor der Landung, vielleicht weil sie wissen, dass da nochmal ein Gefahrenmoment, auf sie wartet. So, aber was wir feststellen können, offensichtlich verändert die Erfahrung die Angstzustände. Aber was sie nicht verändert, ist die Ausprägung der Angst in diesem speziellen Fall. Sie sehen nämlich, dass das Maximum der Angstausprägung sowohl bei den erfahrenen als auch bei den unerfahrenen Springern bei 8 liegt. Es kann einmal daran liegen, dass beide da eine unterschiedliche Skala haben, also dass sie ein unterschiedlich individuelles Gefühl von dieser Skala haben. Aber es kann auch daran liegen, dass tatsächlich die Angstreaktion in beiden Fällen gleich ist. Wie kann ich das erklären bei den erfahrenen Springern? Naja, auch erfahrene Springer springen auf einem sich bewegenden Flugzeug aus großer Höhe. Dafür sind Menschen üblicherweise nicht gemacht. Sie wissen, sie haben keine Flügel. Das heißt, das ist etwas, was unseren Körper üblicherweise auch mit viel Erfahrung in irgendeine Form von Angstzustand versetzen sollte, denn eigentlich warnt uns der Körper, hüpfe nicht aus einem Flugzeug in großer Höhe. Und das könnte eine Ursache dafür sein, dass auch erfahrene Springer eine individuelle Angstreaktion zeigen zu einem anderen Zeitpunkt. Die ist erfahrungsabhängig, aber grundsätzlich machen die sich auch Sorgen, ob das alles gut geht bei diesem Sprung, denn es handelt sich immer noch um ein gefährliches Unterfangen, trotz aller Sicherheitsmechanismen und Ähnlichem. Aber Sie sehen eben sehr deutlich, wie Erfahrung diese Angstreaktion prägt. Das Ganze haben wir nochmal. Sie sind nochmal gesprungen. Blöderweise, was nicht so schön ist, ist, dass der Zeitverlauf auf der X-Achse jetzt ein bisschen anders ist. Also, das fängt jetzt nicht mehr am Abend vor, am Abend, sondern eben ungefähr bei der Ankunft am Flugplatz. Aber am Ende haben sie trotzdem nochmal eine Landung. Jetzt haben wir auf der Y-Achse nicht mehr die Selbstbeschreibung, sondern eine physiologische Messung, nämlich die Atemfrequenz. So. Was sehen Sie jetzt? Also den Angstindikator Atemfrequenz. Bei den unerfahrenen Springer, da geht richtig die Post ab. Also unerfahrene Springer haben eine erhöhte Atemfrequenz, da wo wir es erwarten, nämlich wenn die Absprunghöhe erreicht ist, und wenn eben der Sprung stattfindet, und nach der Landung wird es dann wieder etwas besser. Bei den erfahrenen Springern sehen wir, der Angstindikator sieht ganz anders aus. Das ist eine deutlich flachere Kurve. Da geht es zwar auch nochmal richtig hoch, da ist ein bisschen Bewegung drin, aber die Amplitude ist viel kleiner. Das sehen wir sehr deutlich. Das heißt, dass die Erfahrung auf diesen physiologischen Angstindikator, auf die Veränderung der Atemfrequenz doch sehr stark gewirkt hat. Das heißt, das, was wir vorhin in der Selbstbeschreibung gesehen haben, passt nicht mehr so ganz zu dem, was wir in der physiologischen Messung sehen. Was für das spricht, was ich vor 10 Minuten gesagt habe, nämlich, dass es einen geringen Zusammenhang gibt zwischen den physiologischen Angstindikatoren und dem psychischen Zustand. Also weiter gilt meine Warnung, überinterpretieren Sie nicht die physiologischen Zustände. Auch die erfahrenen Springer verspüren eine Angstreaktion, auch wenn sie nicht schweißgebadet in ihrem Anzug hängen. Und umgekehrt da, die unerfahrenen Springer zeigen diese Reaktion sehr häufig. Das heißt, auch der Körper gewöhnt sich an diese
an dieses Fallschirmspringen und zeigt entsprechend eine andere Ausprägung. Aber was Sie auf jeden Fall mitnehmen sollten, ist, diese Kurven sind unterschiedlich. Die haben eine ganz, ne, wirklich einen unterschiedlichen Verlauf. Bei den unerfahrenen Springern, ja, mit ganz viel Fantasie kriegt man es noch ein bisschen parallel, aber auch nur mit ganz viel Fantasie. Also da bitte im Hinterkopf behalten, dass Angstindikatoren und die psychische Angstzustand nicht unbedingt immer eng zusammenhängen. Was natürlich für uns relevant ist, ob die Leute Angst empfinden. Es ist völlig egal, wie viele Schweißperlen die auf der Stirn haben. Wenn diese Personen Angst empfinden, werden entsprechende Angstreaktionen und Abwehrreaktionen gezeigt, unabhängig von den physiologischen Angstindikatoren. Ich habe noch eine Untersuchung mitgebracht, und zwar geht es da tatsächlich um die Erwartungshaltung. Was haben wir hier? Hier haben wir drei Experimentalgruppen. Was hat man mit denen gemacht? Diesen drei Experimentalgruppen hat man einen Elektroschock verabreicht, der unangenehm war. Alle wussten, dass ihnen das bevorsteht, haben freiwillig eingewilligt und haben wussten, ne, keine Verletzungen in dieser Form, sondern es war unangenehm. Also das wussten alle, das wird jetzt nicht angenehm. So, sie haben hier eine Entspannungs-Anspannungsdifferenz, die abgetragen ist auf der Y-Achse, wahrscheinlich um das so ein bisschen zu standardisieren, über die individuellen Ängstlichkeitsmerkmale hinweg. Und sie haben auf der X-Achse drei Messzeitpunkte. Und zwischen diesen drei Messzeitpunkten ist in den unterschiedlichen Gruppen Unterschiedliches passiert. Wir gucken uns zuerst mal, also wir sehen, dass zwei dieser Gruppen die Anspannung wahnsinnig hoch geht und eine geht runter. So, jetzt haben wir mal das Gleiche erlebt, also muss es irgendwo an der experimentellen Bedingung hängen. Was haben wir? Die durchgezogene Linie, die hier startet, das ist mit durchgezogener Linie gemeint, bei denen hat man Folgendes gemacht. Man hat denen gesagt, was sie erwartet. Ihr werdet einen Elektroschock bekommen und man wusste auch genau, wann es stattfindet. Also es wurde angezeigt oder angesagt, wann dieser Moment kommt. So ein bisschen wie beim Zahnarzt, wo dann gesagt wird, so jetzt geht's los. Was sehen Sie? Zum ersten Messzeitpunkt eine niedrige Anspannung, beim mittleren Messzeitpunkt geht es schon ein bisschen hoch und kurz vor dem Elektroschock geht die Anspannung extrem hoch. So gleich geht's los. Ich denke, das ist ein Gefühl, was eben aus ärztlichen Behandlungen, die unangenehm sind, auch bekannt ist. Wobei ich jetzt hier keine Angst vorm Zahnarzt irgendwie herstellen möchte. Ich dachte mehr so an das eigene Erleben, weil irgendeine Form von Schmerz erleben, daher doch trotz aller Vorsichtsmaßnahmen irgendwie eine Rolle spielt. So, also wir wissen, hier geht es richtig los und vor dem Moment, in dem Moment, wo angezeigt wird, in 3 Sekunden kommt der Schock, da ist dann auch die Anspannung am höchsten. Wir haben eine ähnliche Anspannungskurve hier bei dieser für dieser gestrichelten Linie. Denen wurde nicht gesagt, dass sie einen Elektroschock bekommen. Denen wurde nur mitgeteilt, es wird was Unangenehmes. Was sehen Sie? Sie haben hier diese, ja, da war die Anspannung schon etwas höher. So, was wird mich erwarten? Dann geht die ein bisschen runter und dann passiert ja erstmal nichts. Aber dann wurde klar, hier geht es richtig los und dann, okay, das kommt gleich, da mache ich mich mal ein bisschen bereit und dann bin ich auch anständig angespannt und habe auch ein Angstempfinden. So, das waren die beiden, ich denke, das ist noch irgendwie plausibel. Jetzt wird's, gucken wir uns eine andere Kurve an, nämlich die hier. Wir haben hier die Situation, dass eine Gewissheit über das Ereignis stattfand. Das heißt, denen wurde gesagt, auch ihr bekommt einen Elektroschock und es wurde nicht gesagt, wann. Das heißt, die Messzeitpunkte waren genau die gleichen. Genau der gleiche Abstand wie bei den anderen Gruppen, aber die wussten nicht, wann diese schwierige, weil dieser unangenehme Elektroschock auf sie zukommt. Was sehen wir? Die Anspannung und die Angst wird geringer. Die wissen nicht, wann es passiert, die wissen aber genau, was passiert. Es ist auch auf jeden Fall eingetreten und die werden immer entspannter. Sollten wir vielleicht beim Zahnarzt auch mal so machen. Diese Hinweise mit dem Zahnarzt war nicht wichtig, aber das muss man sich mal wirklich mal kurz angucken und denken, ich sage den Leuten, es wird gleich verdammt unangenehm, ich sage ihnen nur nicht wann und die werden immer ruhiger. Woran liegt es? Eine Ursache dafür ist, dass wir in einem hohen Erregungszustand, in einem hohen Angstzustand gar nicht lange verbleiben können. Das ist schon ein hoher Aktivierungszustand in unserem Körper. Und wenn nicht von außen immer neue Bedrohungen kommen, dann hört der irgendwann
auf, beziehungsweise die Anspannung wird immer geringer. Wir können nicht auf eine ganz, ganz lange Zeit immer wahnsinnig angespannt sein. Es sei denn, es kommen wieder äußere Signale, es kommen neue Gefahrensignale. Aber normalerweise kann das unser Körper gar nicht erst feiern. Das ist wie Sprint, das geht nur eine begrenzte Zeit. Dann ist rum und dann schaltet der wieder runter. Eigentlich ganz praktisch, weil ein hoher Anspannungszustand wahnsinnig viel Energie verbraucht und alles, was dazugehört. Natürlich in der Situation vielleicht auch nicht ganz so praktisch, weil gleich auch was Unangenehmes passiert. Aber das erklärt so ein bisschen auch, dass es auch Menschen in sehr schwierigen Angstsituationen gibt, die irgendwo in so eine Art Entspannung und Ruhephase, nein, nicht Ruhephase übertrieben, aber in so eine Art entspannendere Phase wieder eintreten können. Sie kennen das vielleicht aus Berichten oder von Fernsehfilmen, wo es um Geiselnahmen geht. Offensichtlich eine Situation von hoher Anspannung, hoher individueller Angst. Und irgendwann, nennen wir das Stockholm-Syndrom, dass dann, dann auch so eine Art Solidarisierung mit den Tätern stattfindet oder zumindest eben so eine Art entspanntere Situation eintritt, wenn diese Situation andauert. Weil eben keine neuen äußeren Gefahrensignale kommen und dann schaltet unser Körper wieder in einen normaleren Zustand. Und das erklärt auch, warum Menschen große, lange andauernde Situationen der großen Angst tatsächlich aushalten können. Also das kann unser Körper tatsächlich, weil es eben dann wieder eine Reaktion gibt, die das ermöglicht, dass wir das können. Das heißt nicht, dass diese Situation weiter dann plötzlich angenehm wird und dass diese Menschen nicht danach traumatisiert sind. Also es gibt keinen Grund anzunehmen, dass das dann plötzlich nett und schön wird. Es sind weiterhin schlimme Verbrechen, die da stattfinden und sehr, sehr schwierige Situationen für alle, die da sind. Aber es ist tatsächlich so, dass unsere Angstreaktion dann abflacht und das wird unter anderem in diesem Experiment gezeigt, wo diese Situation künstlich hergestellt worden ist. Für mich war es ein relativ überraschendes Untersuchungsergebnis, deswegen ich das auch hier mit aufgenommen habe. Also wenn Sie das Gefühl haben, oh, da müsste man ja in der Situation viel länger, in viel schwierigen Situationen oder in größerer Anspannung sein, das geht manchmal nicht, weil dann wird man irgendwie quasi zwangsweise vom Körper wieder in einen weniger angespannten Zustand versetzt. Wir haben hier ein Modell der Beurteilungsprozesse nach Lazarus. Ich habe vorhin gesagt, okay, wir gucken uns den Ansatz von Epstein an. Jetzt haben wir hier noch ein Modell. Lazarus wird bei Ihnen im nächsten Semester sicher noch eine große Rolle spielen in der Arbeitspsychologie, wenn es um Stress geht. Das ist so der große Forscher im Bereich Stressmodelle. Hier haben wir ihn jetzt mal beim Thema Angst. Und was ist interessant? Ja, die individuellen Unterschiede. Fangen mal oben an. Wir haben hier Bedingungen, nämlich sogenannte Stationsvariablen und Dispositionsvariablen. Der eine Strang sind die ökologischen Bedingungen und Rahmenbedingungen, also einfach die Umwelt. Ja? Was ist das für eine Bedrohungssituation, die da ist? Ist das eine dunkle Ecke? Ist das eine Prüfung? Ist das ein großer Vortrag? Was auch immer, die objektiv feststellbaren Rahmenbedingungen. Auf der anderen Seite haben Sie die Dispositionsvariablen, nämlich die Persönlichkeitseigenschaften, die Einstellungen und Wahrnehmungsstile. Und die treffen zusammen. Das heißt, nicht jede Situation wird als bedrohlich wahrgenommen. Und dann findet eine individuelle Bewertung statt. Ist die Situation bedrohlich? Wenn nein, euer kein Modell mehr des Beurteilungsprozesses, denn dann ist es egal. Oder eben ja. Und dann muss man eben dann in einen weiteren Prozess eintreten. Dann ist die nächste Phase, diese erste Phase der Beurteilung, dann die zweite, kann ich die Situation meistern? Ja, kann ich das? Kann ich eine aktive Beseitigung der Bedrohung herbeiführen? Kann ich den Angreifer angreifen oder kann ich irgendeine Reaktion zeigen, die dazu führt, dass diese Bedrohung nicht mehr stattfindet? Wenn ich das nicht kann, ist die Frage, kann ich der Situation entfliehen? Ja, dann Flucht als Möglichkeit der Situation zu entfliehen und dann besteht hoffentlich die Bedrohungssituation nicht mehr. Wenn ich aber auch nicht fliehen kann, also ich muss in der Situation verbleiben, ich habe weiterhin Angst, ich habe kein Verhaltensrepertoire, was mir anzeigt, was ich in der Situation tun sollte, dann gibt es die Möglichkeit eines intrapsychischen Prozesses, also eine Veränderung der Aufmerksamkeit auf diesen Zustand, also quasi ein
eine intrapsychische Bewältigung, die mir sagt, dass ich hier keine große, dass ich die Situation vielleicht überstehen kann, dass sie nicht lange dauert, dass ich schon ähnliche Situationen überstanden habe oder sowas. Also ich, also intrapsychischer Bewältigungsstil bedeutet, ich mache nach außen nichts, ich laufe nicht weg, ich gehe nicht aktiv in die Situation rein, aber ich versuche sie mir durch so eine Art kognitive Umdeutung so erträglich zu machen, dass ich diese Situation aushalten kann. Und dann gibt es eine Neubewertung der Situation, wo ich eben dann frage, ist die Situation noch bedrohlich, vielleicht auch nach meiner Flucht, weil die Flucht nicht erfolgreich war und ich weiter in der Bedrohungssituation ausgesetzt bin. Und dann gibt es die Frage nach der Neubewertung. Und wenn ich nochmal sage, okay, die Situation ist weiterhin bedrohlich, dann fange ich wieder oben an in diesem Modell. Also das Beurteilungsmodell zeigt uns diese drei großen Handlungsalternativen. Ich greife an, also ich stelle mich der Diskussion, der Situation, ich mache das, was erwartet wird, oder ich fliehe, oder eben ich gehe in die Phase der intrapsychischen Bewältigung, indem ich in Form einer kognitiven Umdeutung da eine Lösung für mich herbeiführe. Das ist dieses Modell, dieser Beurteilungsprozess nach Lazarus in Ergänzung zu Epstein. Die beiden haben da nicht in dem Punkt zusammengearbeitet, aber bei Lazarus kann man sehr schön diese drei Handlungsalternativen sehen, also auch diese psychischen Handlungsalternativen. Dann sehen wir hier, dass angstauslösende Reaktionen sehr unterschiedlich bewertet werden. Was haben wir hier? Wieder ein Untersuchungsergebnis, wo wir stressreiche Situationen haben. Und eine stressreiche Situation ist in der Regel, wenn wir die im Labor herstellen, spontanes Sprechen vor einer Gruppe. Das ist für viele Leute eine stressauslösende Situation. Das nehmen wir auch oft als Induzierung von Stress oder Angst. So, dann haben wir hier die Versuchsperson selber, die ihre eigene Ängstlichkeit beurteilen und dann Beobachter, die also dann sagen, wie sieht das aus? So, was sehen Sie? Hochängstliche, wenig überraschend, sagen, sie haben in der Situation mehr Angst gehabt als andere. Überrascht uns jetzt nicht. Defensiv hochängstliche zeigen eine ähnliche hohe Angstreaktion, also sehr stark defensiv, nur sehr stark Vermeidungsverhalten zeigend, die haben auch Angst. Niedrigängstliche, wenig überraschend, haben weniger Angst. Unterdrücker, das sind die Repressor, die wir schon vor einigen Wochen hatten, haben noch weniger Angst. Wir haben genau über diese Situation gesprochen im Zusammenhang mit dem psychoanalytischen Paradigma. So, was jetzt interessant ist, wie sehen das Beobachter? Beobachter sehen generell, zumindest bei den Hochängstlichen und Niedrigängstlichen, eine geringere Ängstlichkeit als die, wie sich die Person selber gefühlt hat. Also ich fand mich ganz furchtbar fürchterlich gestresst, aber man sieht es halt oft nicht. Also das erlebe ich auch oft bei Vortragssituationen, dass Leute sehr nervös sind, sehr große Probleme haben und sich sehr unwohl fühlen, aber man das von außen gar nicht so stark wahrnimmt. Den Unterschied sehen Sie hier auch. Bei den Repressern sehen Sie, dass sie selber sich keine Angst zuschreiben, aber von außen doch körperliche Angstindikatoren zeigen. Das haben wir so ähnlich in dem Untersuchungsergebnis zu Repressern vor einigen Wochen auch schon gehabt. So, also was Sie hier sehen, ist auf jeden Fall, Hochängstliche und Niedrigängstliche haben unterschiedliches Angstniveau, wenig überraschend, und insgesamt wird die individuelle Angst höher eingeschätzt als das, was man von außen als Beobachter wahrnimmt. Nicht beschäftigen müssen wir uns hier mit den Hochängstlichen und Defensiv-Hochängstlichen, weil die hier gar keinen Unterschied zeigen. Also der Unterschied zwischen den beiden ist nicht vorhanden, wie wir an den vier Balken sehen. Insofern für uns kein Thema. Wenn die eh gleich reagieren, brauchen wir uns sie nicht extra anzuschauen. Die Ursachen für die Unterschiede zwischen Niedrigängstlichen und Hochängstlichen liegen darin, dass sie bei Hochängstlichen eine Aufmerksamkeits- und Interpretationsverzerrung haben. Stellen Sie sich das praktisch vor, jemand spricht vor einer Gruppe, dem ist das wahnsinnig unangenehm, achtet nur darauf, ob die Hände schweißig sind oder man ordentlich spricht und konzentriert sich einfach sehr auf diese Situation und interpretiert nonverbale Rückmeldungen aus dem Publikum falsch. Sie haben immer Leute im Publikum, und ich betreibe den Sport ja sehr oft, die gähnen, die am Handy fummeln, die müde sind, die quatschen oder abgelenkt erscheinen oder uninteressiert. Das muss gar nichts mit Ihnen zu tun haben, sondern liegt einfach daran, dass Sie viele andere Sachen im Kopf haben und vielleicht auch gerade keine Lust, Ihnen zuzuhören, obwohl Sie das alles ganz toll machen.
Und die Interpretationsverzerrung führt dann dazu, dass man das auf die eigene Person überträgt und sagt, ja, dass da drei Leute desinteressiert geguckt haben, kann ja nur daran gelegen haben, dass ich meinen Vortrag nicht gut gemacht habe. Kann aber auch daran liegen, dass denen am Weg zum Tagungsort das Auto kaputt gegangen ist und die erstmal andere Sorgen hatten. Also das ist so eine Interpretationsverzerrung, die dann stattfinden kann. Dann überschätzen Hochängstliche die Bedrohlichkeit externer und interner Reize. Das heißt, die Erwartung, dass was Schlimmes passiert, wird einfach überhöht. Klassischer Fall. Ich hatte schon vorhin die dunklen Ecken, wo man besser nachts nicht rumläuft. Die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Verbrechens zu werden, kann man relativ gut beziffern in Deutschland, weil wir eine Kriminalstatistik haben, die das relativ offen sagt. Und in der Regel wird diese Wahrscheinlichkeit überschätzt. Wenn man sagt, oh, da passiert vielleicht einmal im Jahr was wirklich Schlimmes, aber ich gehe da trotzdem nicht lang, weil da könnte ja wieder was passieren, obwohl nur einmal im Jahr in dieser Ecke da was passiert. Das wäre die Überschätzung der Bedrohlichkeit externer Reize. Und die Überschätzung der Bedrohlichkeit interner Reize wäre eben nur dieses eigene Versagen und ich werde nervös und man sieht das und dann kann ich die Situation nicht bewältigen. Und Niedrigängstliche sind da etwas realistischer unterwegs, vornehm genannt. Die haben keine kognitiven Verzerrungen. Kognitive Verzerrungen haben so ein bisschen den Vorteil, dass man daran auch arbeiten kann und daran auch eben dann konkret zeigen kann, dass man eben zum Beispiel bestimmte Wahrscheinlichkeiten einfach anders sind. Wie man das nicht machen soll, habe ich auch ein Beispiel für Sie. Ich habe schon gesagt, dass meine Kinder klein waren und gerade so in dem Alter waren, wo man überlegt, können die schon alleine draußen unterwegs sein, haben viele andere Eltern gesagt, nee, geht gar nicht, weil draußen ganz viele Menschen sind, insbesondere Männer, die meinem Kind irgendein Verbrechen antun könnten. Und dann habe ich gesagt, das war nicht sehr geschickt und ich sage Ihnen, machen Sie es nicht so. Dann habe ich gesagt, ja, wir müssen euch gar keine Sorgen machen. Blick in die Kriminalstatistik. Die meisten Verbrechen an Kindern finden in den Familien statt. Das sind nämlich über 95%. Also schützt eure Kinder besser vor den Männern zu Hause als vor denen da draußen. Sie ahnen, das führte nicht ganz zu dem richtigen Effekt. Das führte eher dazu, dass ich dann einmal eine Zeit alleine Kaffee getrunken habe, weil jetzt die anderen Mütter nicht so gerne hören wollten. Aber Kriminalstatistik auf meiner Seite stimmt immer noch. Es gibt sehr, sehr schlimme Verbrechen an Kindern in Deutschland, auch viel zu viele. Und es sind alles sehr, sehr traurige Fälle und sie finden fast immer in den Familien statt. Also die Wahrscheinlichkeit, die Aussage stimmt nach wie vor. Aber bitte benutzen Sie nicht im Gespräch mit Eltern, sondern vielleicht für Ihre eigene Handlungsanleitung. Wir können natürlich alles ganz wunderbar messen, was wir da tun. Ich habe vorhin schon das State Trait Anxiety Inventory, STAI, erwähnt. Wir haben eine STAI State Skala und eine Trait Skala. Das eine misst die Angst, das andere misst die Ängstlichkeit. Zum Beispiel eben mit dem Item, ich fühle mich angespannt, ich fühle mich wohl, im Hinblick auf genau diesen Moment. Klar, das misst den State der Angst. Und den Trait wird gemessen mit, ich mache mir Sorgen über ein mögliches Missgeschick in Form einer Häufigkeitsaussage oder eben Enttäuschungen nehme ich so schwer, dass ich sie nicht vergessen kann, auch in Form von Häufigkeitsaussagen. So, gucken wir mal, ob das stimmt, was wir da ganz wunderbar uns überlegt haben. Hier sehen Sie zwei Untersuchungen der State und Stay-Trait-Werte. Und zwar handelt es sich um die gleiche Untersuchungssituation. Was ist da gemacht worden? Den Menschen ist gesagt worden, sollen eine kurze Rede halten. Ich hatte schon gesagt, das führt in der Regel zu einer Stressreaktion. Und danach sollten sie einen Ballon aufpusten vor der Gruppe. Das klingt erstmal ein bisschen kurios, aber man kommt sich ein bisschen komisch vor, wenn man einen Ballon aufpustet und führt auch in der Regel zu einer, weil sie Lungenvolumen da in diesen Luftballon befördern müssen, auch zu einem unangenehmen Körpergefühl und setzt in der Regel, wenn sie das vor anderen tun müssen, Leute ganz schön unter Stress. Deswegen ist dieser letzte Messzeitpunkt, heißt der Ballon in dem Punkt. So, was sehen Sie? Einmal sehen Sie auf der linken Seite die State-Werte und auf der rechten Seite die Trait-Werte. Gucken wir zuerst mal nach rechts. Da ändert sich nichts. Cooler Beweis für Ängstlichkeit ist ein Trait, denn das Persönlichkeitsmerkmal sollte sich ja über die vier Messzeitpunkte nicht ändern. Tada. So, auf der anderen Seite. Sehen Sie, da ist was unterwegs, da tut sich was, da ist während der Rede eine höhere Angstausprägung, nach der Rede geht es ein bisschen runter und das Ballon aufpusten macht dann nochmal richtig Stress.
Die beiden Linien, die Sie sehen, sind einmal ängstliche und niedrigängstliche. Also ängstliche sind die hochängstlichen und niedrigängstliche sind die gestrichelten. Das sind die, die eine geringere Persönlichkeitsausprägung in Angst haben. Sehen Sie in der rechten Seite. Und auf der linken Seite sehen Sie paralleler Verlauf. Diese Situationen sind allen gleich unan oder sind allen unangenehm. Spontan Rede halten und Ballon aufpusten finden auch Niedrigängstliche nicht so fürchterlich entspannend. Und Sie sehen aber auch, dass die Niedrigängstlichen einfach ein niedriges Level in Angst, State haben. Das ist die klassische Aussage. Es gibt Situationen, die für alle unangenehm sind und für Hochängstliche eben noch mal mehr unangenehm. Die starten auch von einem höheren Ängstlichkeitslevel, von einem höheren Angstlevel, Entschuldigung, und zeigen eine höhere Ängstlichkeitsausprägung. Und bei Niedrigängstlichen ist das Ganze einfach niedriger. Die zeigen weniger Angstreaktionen, haben eine geringere Ausprägung in Ängstlichkeit und das führt eben zu den anderen Reaktionen, obwohl die Reaktion auf die beiden stressauslösenden Momente, das Halten der Rede und das Aufblasen des Ballons, parallel verlaufen. Also alle finden, für alle ist es unangenehm und für die Hochängstlichen eben noch unangenehmer als für die Niedrigängstlichen. Das führt uns zu der State Trait Anxiety Theory, die in großen Teilen auch schon bekannt ist aus der letzten Stunde. In Situationen, die als gefährlich interpretiert werden, entstehen die als unangenehm erlebten Angst-State-Reaktionen. Eben zum Beispiel, wobei, also gefährlich passt jetzt nicht zu der Situation mit der Rede und dem Ballon. Es können auch Sachen sein, die wir als Bedrohung, als besonders unangenehm empfinden. Es muss nicht unbedingt eine gefährliche Situation sein in Bezug auf eine existenziell oder körperlich bedrohende Situation. Die Stärke einer Angst-State-Reaktion ist proportional zur wahrgenommenen Bedrohung. Wenn ich die Bedrohung als dramatisch einstufe, habe ich mehr Angst. Klingt plausibel, muss man sich aber auch mal vergewärtigen. Das heißt, wenn ich eine für Bedrohung für sehr, sehr stark halte, habe ich auch Angst. Auch wenn andere sagen, ey, ist doch gar nichts, ja. Also ist doch gar keine Bedrohung faktisch. Aber wenn ich das als individuelle Bedrohung empfinde, zum Beispiel die Angst vor sozialem Abstieg, die Angst vor Arbeitsplatzverlust, die Angst vor schwerer Krankheit, dann ist das jetzt einfach für mich die ganz große Bedrohung, denn die Bewertung der Bedrohung ist hoch individuell. Die Dauer der Angst-State-Reaktion hängt von der Dauer der Wahrnehmung ab. Wenn die Bedrohung nicht mehr besteht, zeige ich natürlich auch die Reaktion nicht mehr und wir haben auch vorhin gesehen, dass die auch dann insgesamt ein bisschen abschwächt. Personen mit hohem Angsttrait nehmen Situationen eher als bedrohlich wahr als Personen mit niedrigem Angsttrait und hohe Angststates haben Reiz- und Triebcharakteristika, die sich direkt im Verhalten niederschlagen und eben auch zu der Angstabwehr führen. Das kann eine Flucht sein, ein Stellen der Situation, ein intrapsychischer Prozess oder ähnliches. Und die hängt eben sehr stark von den Erfahrungen des Individuums ab. Also wenn ich gelernte und ich erfahren habe, dass ich mich Situationen stellen kann und die bewältigen kann, entsteht A in vielen Fällen weniger Angst, vielleicht sogar bis zu null. Ja? Und und wenn ich wenn ich da Erfahrung mache, dass meine Angstreaktionen nicht zu einer Reduktion der Angst führen, dann werde ich andere benutzen. Kam ein Beispiel von einem Studenten, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann, dass ich selber einen Motorradführerschein habe. Der sagt immer, wenn ich im Frühjahr wieder anfange zu fahren, fühle ich mich die ersten Fahrten sehr unwohl, weil Motorradfahren bekanntermaßen ein höheres Gefährdungspotenzial mit sich bringt als Autofahren. Und wenn ich dann aber ein paar Mal gefahren bin, dann fühle ich mich wieder sicherer und sicherer auch auf meinem Motorrad, sodass dann der Angstzustand auch sinkt, obwohl die äußere Bedrohungssituation oder das Gefährdungspotenzial des Motorradfahrens gleich geblieben ist. Wenn man Stressbedingungen sehr oft ausgesetzt ist, entwickelt man spezifische Abwehrmechanismen, sogenannte Coping Responses, die eben auch zur Reduktion der Angst-State-Reaktionen führen kann. Damit sind gemeint, dass es Stressbedingungen sind, die beruflich bedingt sind oder die aus irgendwelchen Gründen sehr häufig austreten. Dann entwickelt die Psyche eben Abwehrmechanismen, die dazu passen und gehören. Das können sinnvolle Abwehrmechanismen sein, indem man eben zum Beispiel Situationen beendet, eine Pause einlegt oder ähnliches. Können auch inadäquate Abwehrmechanismen sein, wie
der Genuss von Alkohol in bestimmten Situationen. Also es kann sehr unterschiedlich sein. Und was funktioniert, wird eben von der Person weiter betrieben und manifestiert sich unter Umständen auch als Gewohnheit. Wenn es situationsadäquat und sinnvoll ist, gut. Wenn nicht, haben Sie ein Problem. Also wenn Sie jemanden haben, der im Beruf oft Stresssituationen ausgesetzt ist und das als Coping-Response dann zum Alkohol greift, ist das sicherlich als problematisch anzusehen, zumindest wenn es um größere Mengen handelt. Wohingegen andere Abwehrreaktionen da als sinnvoller anzusehen sind, aber die sind halt, wenn es einmal funktioniert hat oder wenn es mehrmals funktioniert hat, dann auch sehr stark manifestiert. Das war das, was ich Ihnen zum Thema Angst und Ängstlichkeit mitgeben möchte. Wir werden das natürlich noch mit geeigneten Mitteln vertiefen, aber vergessen Sie nicht, dass es ein sehr starker Motor des Verhaltens ist.